Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Banjo hier und herzlich willkommen zu meinem 15. Red Dead Redemption 2 Let's Play hier auf meinem Kanal Banjo Banjobi. Ja, heute mal ohne Facecam. Ich kann euch das kurz erklären, warum dass ich ohne Facecam spiele. Und zwar hatte ich heute einen extrem heftigen Fahrradunfall. Mich hat ein Auto erwischt von der Seite. Und ich bin dann über die Motorhaube geflogen und alles, und das war ziemlich krass. Von dem her konnte ich da nicht, also musste ich dann in den Notfall, habe ich dann das alles genäht und so, und mein Ohr ist jetzt auch halb abgeflogen. Die Ärzte konnten es immerhin einigermaßen zusammenflicken, aber trotzdem war ich ein bisschen geschockt und alles, und ja, mir geht's dementsprechend, um den Umständen entsprechend, sage ich mal. Einfach, falls ihr euch fragt, warum dass ich keine Facecam drin habe, ich sehe nicht so, ich sag mal, komfortabel aus, oder wie man das sagen würde. Und deswegen dachte ich, nehme ich mal die Facecam runter. Aber das ist ja nicht so schlimm, die kommt auch bald wieder, keine Angst, einfach vielleicht jetzt mal eine Woche lang ohne Facecam, ein paar Folgen jetzt ohne Facecam. Solange ich diesen sogenannten Turban auf dem Kopf habe, weil ich schon ziemlich lädiert aussehe. Das ist wirklich ziemlich hart. Ja. So, letztes Mal haben wir ja da diesen Strawberry-Shit gehabt. Ich bin ja fast durchgedreht. Das war ja wirklich richtig schlimm letztes Mal. Und dieses Mal hoffe ich jetzt, dass das Ganze ein bisschen besser kommt. Bin aber eigentlich guter Dinge, dass es besser kommen sollte. Und ich denke, ich gehe jetzt hier mal auf die Station. Ich hoffe, ich kann dahin. Ich hoffe jetzt, der Zug nimmt mich mit, weil letztes Mal hat er mich nicht mitgenommen, der Bastard, auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dieses Mal nimmt er mich mit. Ich fände das auf jeden Fall sehr, sehr nett von dem Zugführer, wenn er mich mitnehmen würde. Hier ist da ja jemand mit seinem Hund am Spazieren. So. Ich glaube, wow, dann fliegt er einfach auf die Fresse. Das ist auch Arthur Morgan Style. So, ich glaube, das ist der Beamte. Ne, das ist eine fremde Person. Das geht hier nicht. Ich muss am besten hier hin. So. Da, genau. Guten Tag. Was kann ich bei Ihnen machen? Zugfahrkarten, genau, das möchte ich. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Ich glaube, es ist aber Rhodes. Ja, Rhodes ist die Stadt, wo wir hin müssen. Und dann gehen wir mal nach Rhodes. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht zu krass, dass ich keine Facecam drin habe. Aber wie gesagt, es wäre ein nicht so schöner Anblick. Also ich sage nicht, dass es sonst ein mega schöner Anblick ist von mir, aber das wäre definitiv kein schöner Anblick. So, jetzt hole ich mir da mal Cola raus. Unterhaltung muss mit Cola sein. Nein, muss eigentlich nicht, aber ich habe das ab und zu noch ziemlich gerne. Vor allem Cola aus der Dose ist das Beste. So. Yes, man. Prosit. So. Ja, die Ladezeiten. Und es regnet. Es regnet in Strömen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen geschockt von dem Unfall heute Morgen. Das war schon eine Erfahrung, die ich auch noch nie gemacht habe, so direkt. Das Auto kam einfach aus der Seitenstraße raus und ich habe das voll nicht gesehen. Also es war wirklich heftig, auch dass das Auto gar nicht geschaut hat, wo ich bin. Ist einfach gefahren. Ich fand das schon ziemlich hart, weil ich bin ja auch Autofahrer, aber ich schaue sehr, sehr gut, wo ich hinfahre, weil ich genau vor so einer Szene ziemlich Angst hätte. So, und ich glaube, ich gehe zu Dutch van der Linde die nächste Mission antreten, weil ich finde die Mission von Dutch eigentlich immer ziemlich gut. Deswegen denke ich, macht es am meisten Sinn, wenn wir zu Dutch gehen. Hier, pst, hier drüben, was will denn der von mir, ist die Frage. No, please don't go.
Ich frage mich, wo? Oh, da. Wenn sie ihn. Hey. Ich kann dir schon ein bisschen Geld geben, das ist kein Problem. Warum nicht? Ein bisschen nett sein zu den Leuten. Somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Okay. Yeah, sure. Für die Yankees. Okay. Mal schauen, ob das Geschäft hier legit ist. Das sieht ziemlich legit aus. Da werde ich wohl nichts finden, was illegal sein könnte. Ich kann nicht mal richtig sprechen. Hier im Saloon ist auch noch irgendwas, was ich machen kann. Oder nicht im Saloon, im Waffenstore. Ah, das ist unterirdisch. Es tut mir echt leid. Also da komme ich gar nicht runter. Ja, es tut mir leid. Ich will ja eigentlich rausfinden, was hier los ist. Warum kann ich nicht durch die Tür? Hallo? Irgendwie kann ich nicht durch diese Tür gehen. Das ist ein bisschen mühsam. Sonst kann man das eigentlich immer. Relax, friend. Bye bye. Wo kann ich denn hier nach unten gehen? Ah, hier. Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time. This one might take the prize. Wait. You've got to help me. Ah. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn. Okay. Krasser Scheiß. Ich könnte jetzt den Büchsenmacher ausnehmen. Boah, jetzt hat das Spiel aber auch ein paar Glitches. Ich frage mich vor allem, warum dass ich hier von der Seitentür nicht reinkomme. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich kann jetzt aber den Büchsenmacher auch nur schwer ausrauben, weil dann bin ich in dieser Stadt auch wieder gesucht. Das ist doch auch immer so ein himmeltrauriger Scheißdreck. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal sein und gehe zu Dutch. Bevor ich das mache. So. Und let's go. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Amerikanische Destillation. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Der Typ ist am Arsch. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. Ich bin Sheriff. There is shine in them woods, though. And it is cost in this county its good name.
and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Das darf ich jetzt als Psychiatrie, angehender Psychiatriepfleger nicht unbedingt sagen. Okay, gehen wir die Bande mal ausrotten. Das finde ich aber auch cool, dass man hier Sheriff spielen kann. How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just... Ich glaube, diese Befehlskette werden wir ganz schön ignorieren, so wie ich die Leute einschätze hier. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. These moonshiners, not just any moonshiners, Braithwaites. I told Braithwaites. You about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Schöne Gegend hier, finde ich. Sieht echt cool aus. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace. If they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting. Um Gold streiten sich noch viele Leute. That's the rumor. Habe ich das Gefühl. The Grays and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? Ja, das ist sicher nicht immer einfach, reich zu sein, das glaube ich auch. Aber meistens sicher schon. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Oh. Die Frage ist, was ist hier passiert? These damn flies. I swear they got it. Oh. You could try washing. Come on, mister. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Hinterhalt hier. Keep your eyes open. Mal schauen, wie viel. Hab ich gar keine Waffe mehr oder was? Hä? Ich check's gerade nicht. Oh, this must have happened recently. Oh shit. Voll die Leiche hier. Hey, come have a look at this. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Oh, sheesh. Impressive. You got a keen eye. Let's see if we've got any identification. Der Typ hat sich das ziemlich erwischt, ne? Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Weiter geht's. Das Spiel ist schon ziemlich realistisch, auch allgemein die ganzen Sachen. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. Ja, sicher, kann ich fahren.
Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Go right at the crossroads. Sure sounds like you fellas got your work cut out for you around here. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. Das ist echt eine coole Gegend hier, muss ich sagen. So in diesem Nebel gehüllt, ein bisschen Sumpfgebiet, so fast ein bisschen, denkt's mich. Sieht echt cool aus. Anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to them. Don't even look them in the eye. I'm sure I would. Okay. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Von dem Ansprechen des Namens wird mir schlecht. Wow, das sieht cool aus. Das sieht sehr cool aus. Fast schon so Urwald-Flair. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja richtig geil gemacht. Und jetzt haben wir auch wieder Waffen. So. Die Frage ist, ob ich jetzt alle fesseln muss oder was? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. You went to Paris back in 78. I wouldn't handle this. Well, the way I said... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Was wollen wir? Wollen wir nach links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen nach links. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. Okay. Bewusst loszuschlagen, ohne entdeckt zu werden. Das kann man sicher tun. Nutze die Karte, um von Schwarzbären entdeckt zu werden. Das ist okay, das kann man sicher machen. Ich frage mich jetzt gerade, ob es intelligent wäre, überhaupt in den Sumpf zu gehen. Ja, ich muss schauen, dass er nicht in meine Richtung schaut. Dort drüben sind, glaube ich, Krokodile. Oder hier hat es sicher Krokodile. So viel sei gesagt. Bin ich mir fast sicher. Ich hoffe, der Typ sieht mich nicht. So, Bill. Ich glaube, ich übernehme die Führung. Mache ich doch sicher. What are you doing? Sehr geil. This bastard up. I think there's another one by the still. What are you doing? Ja, ich mache es, ja. I can't tie him up with you in the way. Ah. Warum kann ich ihn nicht fesseln? Ich konnte ihn nicht einmal fesseln. Voll behindert. Hier irgendwas auch noch eine. Das sind ja nur 2. Ich meine, was ist das für eine Mission? Wow, ich meine, ich muss 2 Schnapsbrenner erledigen. Ist jetzt nicht so extrem herausfordernd, finde ich.
Typ sieht mich halt einfach gar nicht. Bam! Weg mit dir! Und fesseln. Natürlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kommen dann gleich Gegner. Weiß auch nicht wieso. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Weil sonst wäre das ja extrem glimpflich verlaufen und das geht mir bei dem Spiel irgendwie nicht so in den Kopf, dass da mal was extrem glimpflich verläuft. Da ist doch irgendwie meistens so eine Scheiße am Brennen. So. Beim Wagen ablegen. Back. Ich glaube, ich bin einfach der Einzige, der ihn nicht gerade ablegt. Wow. Ich glaube nicht, dass es gut kommt. Aber das ist schon cool. So, Waffenrad, Dynamit habe ich dabei. Nice. So, Tag. Noch mehr Dynamit oder was? Zünde das Dynamit an. Kann ich schon. Okay, das war ein bisschen zu wenig weit. Oh Scheiße. Wir sind am Arsch, Digga. Ah, was? Jetzt ist Billy noch weg. Willst du mich verarschen? Junge, warum? Warum tun die das? Finde Bill und er ist einfach hier mitten in der Schießerei drin. So, die habe ich. Den habe ich auch. Oder auch nicht. Weißt du was, ich schmeiß mal Dynamit da drüber. Boom. Das ist das Geilste. Nehmt euch auseinander, jo. Siehst du das? Schaut euch das an, Mann. Nur Headshots, einfach nur Headshots. Schaut euch das an, diese Präzision ist ja schon mal schlimm, ne? Du bist auch weg. Oh mein Gott. Aber es ist cool. Solche Ballereien sind echt nice. Das macht Red Dead eben schon cool. Diese Action-Sequenzen. Das können sich sehr geil inszenieren. Geiler als die meisten anderen Spiele. Oh nein, was machst denn du? Oh mein Gott. Digga, was ist los? Oh, das Spiel spielt sich so scheiß träge. Ich glaube, es hat einfach nicht in die 7 Magazine für den durchgeballert jetzt.
Gibt es jetzt hier noch mehr oder waren das alle? Gut, das waren nicht alle. Aber doch, das waren alle. Sehr nice, sehr nice. Würde ich auch sagen, wir gehen jetzt. Aufheben. Abgesägte Flinte, und das ist abgegriffene doppelläufige Flinte. Digga, was ist los? Oh nice, jetzt habe ich sie in der Hand, nice. Repetierkarabine, nice. So, jetzt muss ich aber schnell schauen. War das ein guter Deal? Das war, glaube ich, nicht so ein guter Deal. Oder kann ich da jetzt... Ah... Jetzt check ich's aber nicht mehr. Genau, dann den will ich. Aber anstatt den will ich vielleicht den. Nee. Das will ich nicht. Ich check's gerade nicht. Ich check's nicht. Check's halt überhaupt nicht. Digga, warum? Okay, weißt du was? Ich glaube, es macht schon am meisten Sinn so. Easy, nice. Sorry für das. Goldener Ehering, nice. Wundertonikum, nice. 1,32, 5-mal repetier, goldene Taschenuhr. Da findet man ja ziemlich cooles Zeug bei den Typen. Goldener Ehering. Silberner Gürtelschnall, die haben ja alle was Geiles dabei. Krasse Scheiß. Pferdestimulantien. Kautabak 4-mal. Gleich 4-mal Kautabak. Nice. So, das war der Dynamit, den ich geworfen habe. Silberne Gürtelschnalle. Und dann nehmen wir den auch noch aus. Warum nicht, oder? Dann Kentucky Bourbon nehmen wir auch noch, und das war's dann eigentlich auch schon. Soweit, so gut. Oh, was haben wir da? Schatzkarte? Ne, Waffenöl. Kann man aber auch immer brauchen. Warum nicht, ne? Und Kekse nehmen wir auch. Dann kehren wir mal zu unserer Bande zurück, würde ich meinen. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to
through our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster. Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no good white trash hillbilly. Ich finde das lustig. Vier haben wir festgenommen und der 34 haben wir über den Haufen geballert. Ich meine, wow. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay, machen wir doch. Machen wir doch. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. Digga, wo willst du hin? Weißt du was? Ich nehme einfach die Kinokamera. Dann läuft er nämlich von alleine. In plain sight. These lawmen. These two families. Oder auch nicht. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young. Digga, warum reitest du nicht? Young Dutch. I'm as strong as I have ever been. Ich war noch nicht so in Form wie jetzt. Oh yes, machen wir doch. Das wäre cool. Rennen annehmen. Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go. Oh, das wird jetzt aber schwierig. Ich denke, Dutch ist nicht schlecht im Rennen. Das heißt, wir müssen hier einen konstanten Rhythmus finden. Da muss man immer schön im Rhythmus bleiben. Aber schon cool inszeniert. Ich hoffe, wir kommen da durch. Und das fliegt doch 100% um, ja, dachte ich jetzt. Boah. So. Wir haben Dutch schon ziemlich. Dieses Bremsen fährt auch recht verrückt. Bisher geht's ja eigentlich noch von der Ausdauer her. Deswegen würde ich jetzt nicht einmal bremsen. Das Pferd hat Ausdauer, dann kann ich ihm noch ein Ausdauertonikum spritzen. Und jetzt kann ich wieder Vollgas geben. Ob das wirklich nötig war, ist die andere Frage. Ich weiß nicht, aber. Fühlt sich auf jeden Fall besser an, wenn man richtig Gas geben kann mit dem Pferdchen. Und Dutch so richtig schön abhängen kann. Was halt schon ziemlich geil ist. Und da sind wir auch schon beim Camp. Und ich habe haushoch gewonnen. So good at running away, Arthur. Well, I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Das freut mich. Ich bin entzückt. Amerikanische Destillation. Nur Bronze? War ich so schlecht? Schließe die Mission ab, ohne Schaden zu nehmen. Ja, das ist schwierig.
Lande 10 Kopfschüsse habe ich doch mindestens erreicht. Oh, die Genauigkeit, ja, die habe ich verschissen. Das gebe ich zu. Die Typen sind auch wieder mal aggressiv, ey. Also jetzt sind wir hier beim Camp. Wir haben hier eine Mission von Leopold Strauss, den wir annehmen können. Das ist aber Geldverleih und andere Sünden. Das heißt, das wäre das Schuldeneintreiben. Dann haben wir hier Munition, hier haben wir die Lagerkasse, aber die habe ich ja nicht gut gefüllt. Da haben wir Mr. Pearson und hier haben wir Molly O'Shea. Das ist die Frage, zu wem will man gehen? Und hier hätten wir noch Angeln, Javier. Javier und Arthur reiten zu einem nahegelegenen Angelplatz in der Hoffnung, einige Schwarzbarsche zu fangen. Ich mag nicht angeln. Ich hasse Angeln, Digga. Ich hasse Angeln wirklich. Und die haben mir noch Grace. Das ist, Dutch möchte, dass du dich in Calgar Hall umschaust und etwas über die Grace herausfindest. Natürlich möchte er das. Möchte ich das auch, ist die andere Frage. So. Ansonsten eben dieses Fort Wallace, wo ich einfach immer noch nicht genau checke, was ich mit dem soll. Ich check's einfach nicht. Die Emerald Ranch, die hier oben ist. Ansonsten ja, hier oben ist dieses kalte Gebiet, denke ich. Waffen verboten in dieser Zone, warum auch immer. Was ist denn da? Ist das nicht da, wo wir waren? Waffen verboten, okay. Ich check's nicht. Und hier sind auch Waffen verboten, oder nicht? Keine Ahnung. $202 Kopfgeld ist halt schon extrem viel. Aber ich glaube, dass ich dann dorthin gehe. Ich muss gerade schon was schauen. Ja, okay. Ja, ich denke, ich gehe mal zu Leopold Strauss. Mal schauen, was der Mr. Strauss mal wieder von uns will. Good Stagley, Mr. Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. Good. Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the geilen Dialekt. Oh nein, nicht Strawberry. Ah, nicht Strawberry, bitte. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Digga, nein. Nicht Strawberry, bitte. Oh, bitte nicht. Ja, und wo sind die jetzt ganz genau angezeigt? Er hat doch gesagt, in der Nähe von Strawberry. Das wäre ja hier. Aber mir zeigt es hier nichts an. Personen, die der Bande Geld schulden, sind auf der Karte mit einem Dollarzeichen markiert. Suche die Schulden auf und treibe das Geld ein. Na dann, mal schauen, ne? Also in der Nähe von Strawberry. Ah, hier ist einer, okay. Ah, und in Rhodes ist auch einer, okay, okay. Das heißt, ich könnte jetzt aber per Schnellreise ziemlich gediegen nach Strawberry rüber kutschen. Kann ich das? Wie heißt das schon wieder? Das heißt Big Valley. Big Valley in Strawberry. Mal schauen, ob ich das überhaupt kann. Weil hier habe ich die Schnellreise noch nicht entdeckt. Vielleicht sollte ich mich auch mal frisieren lassen. Obwohl, das könnte ich auch bei einem Friseur machen. Das pressiert ja jetzt gerade nicht. Aber das Lager von mir ist irgendwo hier, glaube ich. I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor. What is wrong with you two? Was ist denn los? Chopping
Oh, jetzt habe ich... Okay, tut mir leid. Jetzt habe ich eine andere Mission angefangen. Das mit dem Geld eintreiben ist ja auch nur eine Art Nebenmission. Müssen wir auch nicht gleich jetzt machen. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. Okay. Tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Enough, both of you. Klatschblase, was ist denn das für eine Übersetzung? Klatschblase? Sagt man das in Deutschland so? Digga. Man. So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Miss Zed are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, Princess. Are you coming with me then, woman? Ich könnte mich eigentlich auch irgendwann wieder mal umziehen, habe ich mir gerade gedacht. So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Sehr geil. Jetzt dürfen wir einkaufen gehen. Yeah. Ich freue mich riesig drauf. You cool down then yet? I guess. I ain't no scullion. And I sure verschwitzt ein Schwachkopf. Ja, das ist doch der mit der Säufernase. Oh. Er gibt ihn. Dear Aunt Kathy, you are something else. I haven't heard from you in some time. So I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Oh, wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. Wie er noch lacht. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whatever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore. Sehr geil, wie sie einfach die Post lesen. So, also ich muss ins Geschäft und den Brief abgeben. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws? Not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there, you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon. Mm. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Sehr geile Dialoge. Das hat Rockstar schon immer ziemlich gut drauf gehabt. Die Dialoge sind wirklich extrem gut geschrieben. Auch das war jetzt einfach wieder so ein Zuckerbeispiel zum Zuhören. Da kannst du einfach stundenlang zuhören. Das ist sehr geil. Und er kommt hier raus mit seinem Lohn oder was. Aber momentan merke ich, ein paar Glitches hat das Spiel dennoch. Ich würde gerne... Post a letter? Ja, genau. Alright. Senden. So. Okay, no trouble. Thank you. Danke vielmal. Bye bye. Da. Must be nice just taking your. You're that feller I seen up to no good. Hello, sirs. Ich bin der Sheriff.
frage mich, ob das Kopfgeld so wie keine Rolle mehr spielt, wenn ich Sheriff bin, in Anführungszeichen. Steige wieder auf den Wagen. Wer ist das? Ist das sie? Hat sie sich gerade neu eingekleidet? Digga, was läuft? Hey, Jesus. Sehr geil. Jesus. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Okay. So, you get everything? Let's go. I think so. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Ja, sie hat sich umgezogen, finde ich aber auch cool. So, gelb ist schon nice. Ich muss mich auch wieder mal umziehen. Ich sehe ein bisschen trostlos aus. Hm. Everything I own got burned to the ground. Sheesh. I know. I'm real sorry about what you... you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat... Anfrage. Ah, jetzt habe ich eine Anfrage bekommen. Sadie hat um eine Mundharmonika gebeten. Das ist okay. Just don't kill the camp cook. Hey there! Hello. What you folks up? Oh, nee. Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? Ich glaube, sie schießt gleich. How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Okay, das wird jetzt ziemlich creepy. Den habe ich auch. Und da vorne kommt wieder einer. Oh sheesh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's richtig hart. Oh scheiße, Digga. Ich muss schon ein bisschen Kautab abnehmen. Den haben wir auch. Und da hinten, das ist auch noch einer. Irgendwo hat's noch einen. Ich will dann eigentlich nicht entkommen lassen. Verdammte Scheiße, ich habe ihn nicht erwischt. Ich hätte ihn eigentlich nicht nach Hause gehen lassen wollen. Aber jetzt muss ich fahren, okay. Oh, ich bin falsch abgebogen jetzt. Das nehme ich auf meine Kappe. That was not so good. That was also not so good. Scheiße. So. Das war aber eine witzige Mission, muss ich sagen. Yeah, I've run into them before. Some local gang.
soldier. Anyway, won't you go upsetting Pierce about that letter? How dare you? I wouldn't dream of. Würde mir im Traum nicht einfallen. Klar, nein, Lady. Wir wissen ja gar nicht, wie du drauf bist, ne? Das hab ich mir alles nur eingebildet. Okay. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. Maybe. You prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Danke vielmals. Okay, Miss High and Mighty. And wow, was ist denn mit der Kamera los? Scheiße, die Kamera hängt. Ah, jetzt ist okay. Oh, wir haben ein Silberding. Lande 5 Kopfschüsse, wehre die Lemon-Räuber innerhalb von einer Minute ab. Schließe die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab. Leider nicht. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Das war gut. Das war eine gute Mission. Aber ab und zu brauche ich auch ein bisschen Bohnen. So. Nice. Und ich würde sagen, das war's von dieser Folge, liebe Zuschauer. Nein. Das war's von dieser Folge, liebe Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt, falls ihr bis hier geschaut habt. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben da freuen. Und falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann dürft ihr meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Ist kostenlos und ihr tut mir damit einen riesen Gefallen und zeigt auch, dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und ciao.